Hey, Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right. Well, let me think. Safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Ja, wir haben jetzt... Genau. Oh, na. So, wir haben jetzt auch endlich mal wieder eine Mission, weil ich habe ja rein zufällig einfach mal diesen Club hier gekauft für schlappe $120.000. Und auf einmal haben wir diese Mission hier bekommen. Also irgendwie schließe ich daraus, wir müssen noch ein paar Gebäude kaufen und dann kriegen wir... Vielleicht, hoffentlich, ein paar Missionen. So, und jetzt müssen wir jetzt nur hier mal in das Polizeirevier einbrechen und einfach mal jemanden befreien. Ganz klasse. So. Ja, super, da kann man mal wieder nicht durchschießen. So. Genau, die Schlüsselkarte ist dann... da oben im Büro drin. Oh. So, jawohl, haben wir dich. So, du und genau, du. Boah. Also, unter Umständen kann man durch die Gläser durchschießen und unter anderen Umständen wiederum nicht. Das ist richtig großartig. Na, weg. Okay, auf den können wir zum Beispiel wieder nicht schießen. Oh. Jetzt auf einmal wieder doch. Merkwürdig. Okay, so, ich weiß, da sind noch mehr. Kommt ruhig raus. Jawohl. Noch einer. Achso, jetzt auf einmal. Okay. Oh. So, haben wir dich. Oh. Ach man, ey, wenn die MPs haben, ist das immer richtig fies. Weil die dir sofort einfach brutal viele HP abziehen. Nein. Los, oh, jetzt haben wir auch nur noch 20. Nein. Ist da noch einer? Ja. Ah. Sonst noch wer? Hallo? Ach, oh Mann, nein. Wie sollen wir das denn machen? Na gut, probieren wir es noch einmal. Es hat doch schon so gut geklappt. Ja, befreie ja. Ich versuche ihn zu befreien. So, ja, aus dem Weg. Ach, irgendwie eine Weste wäre halt... richtig gut. Genau, aus dem Weg. So. Ja, probieren wir es halt nochmal. Okay, so wird das irgendwie auch nichts. So. Haben wir dich auch schon mal wieder down. Gucken wir mal, gibt es hier vielleicht... Natürlich gibt es hier keine. Können wir das nicht einfach aufschießen? Geht das nicht? Jetzt hat ja auch die Frage, kommt der Typ da gleich wieder hoch oder?
Ah, guck mal, da ist er ja schon. Und da, okay, da sehe ich gerade keinen. So, da ist die Schlüsselkarte, genau. Guck mal da, ach guck mal. Können wir uns... Ach, dass wir uns halt auch immer nicht bewegen können. Wenn wir die Waffe in der Hand haben. Oder zielen, sagen wir mal so. Na? Oh. Können wir da jetzt zufällig? Ne, können wir jetzt gerade nicht. Oh. So, jetzt aber. Okay. Oh. So, ich weiß, wir kommen jetzt noch ein paar. Na. Okay. So, ich haben wir. Boah. Wo kommst du denn auf einmal her? Ja, muss ich wohl. Dann verschieben wir die beiden auch nochmal, dann haben wir gleich wieder volle Munition. So. Weil ich befürchte auch so ein bisschen, wenn man nicht weitergeht, dann spawnen trotzdem einfach immer unendlich nach. So, na gut. Ja, ja. Weil die stehen da quasi alle in diesem kleinen Kämmerlein drin. Ja, da hab's gesehen, der ist einfach gespawnt. So. Hallo? Okay. Ja. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Ganz wie du meinst, ja. Ja, und man marschiert da halt natürlich. Man marschiert da natürlich einfach ganz entspannt raus. Vermutlich ist jetzt hier auch wieder alles voll mit denen, oder? Dann nicht. Hier komischerweise auch nicht. Aber garantiert, wenn wir jetzt hier raus. Nee, tatsächlich nicht. Also Mann, steig ein. Steig ein. Wer hat die Bullen... Super, mit dieser Schrottkarre. Kann es ja fast nur schief gehen. Ja, wie sollen wir denn die jetzt... Paint Spray. Wir brauchen ein Paint Spray. Da ist eins. Und da ist eins. Nehmen wir das hier, oder? Das wird vermutlich unsere beste Chance sein. Und da fahren wir jetzt einmal genau in die falsche Richtung, ja. So, dann müssen wir halt nur schauen, dass wir es bis dahin überstehen und nicht allzu viel von den Cops gerammt werden. Weil sonst sehe ich es nämlich schon, dass unser lieber Kollege hier ist dann mit dem Aussteigen verkackt und drauf geht. Und wir dann eben entsprechend alles noch einmal machen dürfen. Ja. Geht da raus, raus, raus. So, komm. Steig einfach ein. Oh. Komm. So, das Schlimme ist, wir brauchen dann sowieso nochmal ein neues Auto, weil ich glaube nicht, dass wir mit dem Streifenwagen in das Paint Break können, oder? Und wir versuchen es jetzt einfach mal. Oh, wir sind hier falsch. Schauen wir doch einfach mal. Nein, macht er nicht. Komm, nehmen wir ihn hier. Steig ein, beweg dich. So, und dann werden die Cops auch los.
Genau, einfach runterfahren. So, und dann bringen wir ihn mal nach Hause. So, ich will jetzt, ich glaube, das ist sowieso den wir hatten. Oh, was machst du denn da? Ach Gott, die... Ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Oh, 7 HP. 7 HP. Das ist ja nichts. Aber wir haben richtig Glück gehabt, dass... Oh. Dass wir beinahe in die Hose gehen. Ich muss auch sagen, ich habe auch einfach nicht mehr auf die HP geachtet. Also, im Prinzip ein Treffer und wir wären weg gewesen. Naja, gut. So, dann fahren wir aber jetzt erstmal hier nach Hause. So, und dann schauen wir mal. Gut, dann hoffe ich aber auch, dass es Anschlussmissionen gibt. Genau, aus dem Weg. Und dass wir dann nicht erstmal wieder ohne Mission dastehen. Weil sonst müssen wir halt erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen, um noch mehr Gebäude zu kaufen. Blöderweise sind die nicht, oder die kaufbaren Objekte sind blöderweise nicht auf der auf der Karte zu sehen. Das finde ich ein bisschen schade. Also, das geht besser, denke ich. So. Genau, zack, haben wir auch erledigt. Hoffentlich gibt es Kohle dafür. Na gut, $1000. Ist jetzt nicht so die Welt. Aber gut, jetzt interessiert mich gerade nochmal das Malibu Club. Ach, guck mal, doch, grünes Symbol Immobilie. So zeigt er zumindest eine Legende an. Aber den Malibu Club hat er nicht angezeigt. Und ansonsten zeigt er hier eben auch wieder nichts an. Also, wir können ja jetzt einfach nochmal zum Malibu Club hinfahren. Und dann schauen wir einfach nochmal. Schauen wir einfach nochmal, wie, ob es da vielleicht wieder eine Mission für uns gibt. Und wenn nicht, dann muss ich nochmal schauen, wie wir das dann machen. So. Dann ist Dr. Google unser Freund. Oh, weg. Ja, neulich in irgendeiner Folge habe ich noch gesagt, ja, die Kohle brauchen wir sowieso nie. Ja, und jetzt stehen wir da. Haben 120.000 für eine Immobilie ausgegeben. Und das war fast alles, was wir bis jetzt verdient haben. Und jetzt haben wir halt nur noch 22.000. Naja. So, und die Möglichkeiten, na gut, es gibt natürlich schon Möglichkeiten, in dem Spiel Geld zu verdienen. Na, unter anderem eben auch durchs Taxifahren und so weiter. So, was haben wir da? Ah, sieh an, guck mal, da können wir quasi die Kohle holen. Oder? Ne, hier dürfen wir speichern. Gut, komm, machen wir das doch direkt. Jawohl, und dann haben wir auch wieder 100 HP. So, dann gehen wir mal hier in den Club rein. Schauen wir mal, ob wir dann hier auch wieder Missionen haben. Nee, okay, letztes Mal bin ich nämlich hier lang und habe dann auf einmal eine Mission bekommen. Ah, da! Sieh an! Need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick him up, stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah, ow, ow, ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Okay, Downtown Ammunition und sprich mit, wie auch immer er heißt. Gut, wir werden sowieso geleitet. Dann schauen wir doch mal. Ey,
Aber an seinem Tod bin jetzt nicht ich schuld, ne? Also das möchte ich nur mal fürs Protokoll angemerkt haben. So, also auf geht's. Ja, aus dem Weg. Die totale Anarchie in diesem Spiel, was den Straßenverkehr angeht. Jeder fährt so, wie er will. Als gäbe es keine Regeln. Ich bin nämlich der Einzige, für den es keine Regeln gibt. So. Hätten wir das auch geklärt. Also aus dem Weg. So, weiter. Weg, weg, weg. Nein. Jetzt sag nicht, du landest auf dem... Na doch. Ja, komm, weg. Okay, vielleicht kriegen wir sogar das Auto noch, weil wir sprinten tatsächlich schneller, als dieses Auto fährt. Jawohl. Und weg. So. Genau, und da ist dann auch schon Ammunition. Und dann gehen wir mal quatschen. So. Rein da. Und auf geht's. You Phil Cassidy? Looking for a man who can handle a gun. From this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the Army. Fly shooting real popular in the Army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! Also gut, schießen wir. Triff innerhalb des Heldes mit so viele Ziele wie du kannst. Alles klar. Machen wir. Geht dir die Zeit oder die Munition aus, ist die Runde beendet. Okay. Mhm. Nahegelegenste Ziel 1 Punkt, mittlere 2 und das hintere dann vermutlich 3. Genau. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Dreieck drücken, um die Runde zu beenden. Wenn du den Schießstand während des Wettbewerbs verlässt, ist die Mission gescheitert. Okay. Ja dann, auf geht's. Ah. Und du noch. Ja, an sich müssen wir immer versuchen, erstmal das hinterste Ziel zu erledigen und dann die anderen. Ja, weil das hinterste Ziel bringt eben am meisten Punkte. Wir quasi immer auf die Ziele gehen, die die meisten Punkte bringen. Noch. Zack, jawohl. Sniper. Punktzahl in Runde 1, 30, okay. Zu schlagende Punktzahl 60. Ja, und jetzt? Schauen wir mal, wenn wir hier hintergehen. Okay. Ja, es war das gleiche wie eben. Alle Ziele in dieser Runde bringen einen Punkt. Na gut.
Oh Mann, ein Punkt pro Ziel, das ist echt nicht viel. Ah. Warum treffe ich sie nicht? Das ist schlecht. Das ist verdammt schlecht. So, na komm. Ja, so langsam. Langsam läuft es, glaube ich, besser. Aber ich verschrei es mal besser nicht. Ja. Puh, okay. Aber wir haben seine Punktzahl sowieso schon mal geschlagen. Jawohl, wieder so viele Ziele, wie wir können. Ja, also das gleiche wie eben. Wieder nur ein Punkt. Ja gut, wir sind sowieso über seinen Punkten drüber. Also von daher wird das jetzt nicht so das größte Problem sein. Puh, die geht aber auch ziemlich schnell lang. Aber einfach ist es nicht, muss ich sagen. Aber gut, dass es jetzt nicht an diesem Level liegt. Ob wir die Mission gewinnen oder nicht. Ah. Jetzt. Den da hinten, den. Na. Ah. Passt schon. Okay. 14 Punkte nur. Schlechteste Runde. Ja, Gesamtpunktzahl 80, okay. Trefferquote 68%. Sprich mit Phil. Na gut, dann. Suchen wir mal den Weg zurück. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. Jawohl, sehr gut. Haben wir uns wieder ein bisschen Kohle verdient? So, dann sind wir auch wieder downtown. Und dann würde ich sagen, machen wir hier für heute erstmal wieder einen Cut. Ich gehe jetzt erstmal speichern und dann schauen wir mal, dass wir hoffentlich... Oh, den nehmen wir nochmal eben an. Jawohl, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann sage ich, wie immer, danke fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.